Seit knapp 25 Jahren gibt es den Lidl-Schullauf und seit rund 7 Jahren wird der Bewerb für die Schulen auch in der Sportstadt Schwechat ausgetragen. Diesmal am Phoenixplatz. Der Lidl-Schullauf ging in die nächste Runde. Wieder einmal wurde auf dem Phoenixplatz für den guten Zweck gesammelt. Die Kids traten in Gruppen an, von den Volksschulen bis hin zu den Oberstufen. Die Strecken waren von 800 Metern bis zu 3200 Meter lang. Pro gelaufenem Kilometer spendet Lidl Österreich 1 Euro an Kinder- und Jugendprojekte der Aktion Licht ins Dunkel. Insgesamt haben sich doch aus ganz Südösterreich 650 Schülerinnen und Schüler angemeldet. Also eine sehr positive Entwicklung wieder. Bei den Volksschulen haben wir noch ein bisschen zu kämpfen, aber die Unterstufe nimmt das Angebot super an. Die Sportmittelschule ist eigentlich komplett vertreten, von der 1. bis zur 3. Klasse. Und das merkt man dann auch an den Teilnehmerzahlen. Laufen ist wichtig, warum? Ja, warum ist Laufen wichtig? Ich meine, Laufen ist eigentlich eine Grundbewegung. Wir gehen viel oder sollten viel gehen und Laufen ist eine runde Bewegung. Stärkt einfach den Herz-Kreislauf und ich denke, jedes Kind kann laufen. Jeder Mensch könnte laufen, nur viele sind es nicht gewohnt. Und deswegen finde ich gut, dass man schon im Volksschulalter damit beginnt, sie auch an ihre Grenzen oder einfach an die längere Strecke heranzuführen. Naja, Laufen ist so, glaube ich, mal die Grundvoraussetzung für jede andere Sportart. Und somit hängt natürlich sehr viel auch vom Lehrer drauf ab, wie motiviert die Lehrer sind, mit den Schülern auch laufen zu gehen. Natürlich ist es für ein Kind, glaube ich, nicht so besonders abwechslungsreich zu laufen, aber es ist die Grundvoraussetzung, die Basis für alle anderen Sportarten. Somit ist es wichtig, vor allem auch die Ausdauer zu schulen. Und es gibt ja Gott sei Dank sehr viele topmotivierte Lehrer, die auch selber gerne laufen. Und somit ist es natürlich die Basis für den Sportunterricht, ist keine Frage. Und ich glaube, die Bilder sprechen für sich. Wenn man dann die Kinder hier sieht, sind sie durchaus begeistert. Und wenn man unter die Top 5 kommt, dann haben wir tolle Preise zu vergeben. Also sie sind alle noch immer top motiviert. Thema Ausdauer, 25 Jahre fast, gibt es den Schullauf schon? Ja, fast. Wir haben bald wieder das nächste Jubiläum. Wir sind froh, dass wir nach wie vor einen tollen Hauptsponsor haben mit Lidl, die ja eine große Unterstützung ist. Ohne so einen Sponsor wäre es nicht möglich, durch ganz Österreich zu touren. Und somit sind wir wirklich froh, dass wir nach wie vor die Serie am Leben halten können. Und ich glaube, für Österreichs Schulen ist es nach wie vor eine tolle Sache. Immerhin bewegen wir fast 10.000 Kids an den österreichischen Schulen mit den Lidl Österreich Schulläufen. Also ich glaube, da geht schon einiges über den Tisch hier bei den Schulläufen. Sie sind der Lidl-Rennleiter. Hat man als Rennleiter viel zu tun? Muss man da viel rennen? Rennen muss ich nicht. Also am Anfang wahrscheinlich schon beim Start, aber hauptsächlich meine Aufgabe ist, für die Sicherheit zu sorgen. Das heißt, dass die Kinder beim Start nicht stürzen. Das heißt, man gibt den Kindern eine kleine Einweisung, wie sie richtig zum Starten haben, dass man nicht zu schnell startet und dass man ein bisschen Abstand lässt. Und ja, das ist so meine Hauptaufgabe. Startet ja doch eine relative Menge auf engem Raum. Wie wird dann da eigentlich die Zeit gemessen, weil es ja nicht jeder in der ersten Reihe? Genau, es gibt jetzt, gerade bei unseren Unterstufenläufen, haben wir eine Nettozeitnehmung. Das heißt, jedes Kind hat eine eigene Startnummer mit einem integrierten Laufchip. Und man läuft durch diesen Torbogen durch und erst dann geht die Zeit wirklich los für jeden Einzelnen. Das heißt, auch wenn ein Kind weiter hinten läuft, startet die Zeit für dieses Kind erst, wenn das durch den Torbogen gelaufen ist. Und auch das Wetter war beinahe perfekt. Das Wetter ist ideal, es ist fast zu warm eigentlich schon hier. Aber man sieht, es kommen immer mehr Schüler, weil jetzt eben gerade die Unterstufe gleich am Start geht. Und da sind wirklich viele, viele Schüler da. Die tun sich ja gerade aufwärmen. Ja, die wärmen sich im Hintergrund schon auf und nach der Siegerung ist dann der Start. Und wir Schwächer der Schulen haben dann doch in der Unterstufe fast 300 Kinder am Start in den unterschiedlichsten Altersklassen. Und da freue ich mich schon, da dabei zu sein. Wie schaut es aus mit der Freude am Laufen? Ist die noch da oder hat die jetzt ein bisschen gelitten in den letzten 2 Jahren? Na, derzeit muss ich sagen, Teilnehmerlimit ist erfreulich, besser als erwartet. Also anscheinend sind sie wieder hungrig geworden, die Schulen. Und ich glaube, viele sind wieder motiviert, auch wieder außerhalb des Schulgebäudes etwas zu tun. Und ich glaube, sie sind froh, wieder mal auch zu Sportveranstaltungen zu gehen und auch andere Sachen besuchen zu können. Was sagen Sie zu den Leistungen der Kinder? Ja, Leistungen sind super. Also heute bei dem schönen Wetter natürlich ideales Laufwetter. Die Leistungen sind teilweise wirklich überragend und macht uns auch stolz und freut uns, dass Bewegung in
den Kindern und Schulen noch angenommen wird. Zum Schluss gab es dann noch eine Siegerehrung und Preise für die Top-Platzierten.